Das ist Linus Volkmann, ein weiterer Autor aus meinem Heimatort Hochstadt. In der deutschen Musikszene ist Linus als Musikjournalist wohl ein Schwergewicht. Wir kennen uns seit Urzeiten. Ihn wollte ich interviewen und hier tue ich es auch, wie man sieht, aber dann das. Das Mikrofon war noch aus. Ich weiß nicht, ob ich die Anmoderation hier mache. Mein Mikrofon stöpselt sich halb aus. Ich weiß nicht, warum mir das passiert. Was mache ich jetzt? Immer weiter, immer weiter. Linus und ich, wir gingen zusammen in Hanau in die Schule. Was ich übrigens damals nie glauben konnte, war, älter zu werden, beziehungsweise, dass sich das irgendwie ändern würde. Vor über 30 Jahren brachten Linus, ich und ein paar andere eine Schülerzeitung namens Crack heraus. Ich habe hier noch mehr. Ich habe hier noch eine Fotolove-Story von ihm. Alle noch gesammelt von damals. Du hast Fotolove-Stories gemacht. Mhm. Andere Frage, bist du Messi? Im Crack gingen wir gnadenlos mit unseren Mitschülern beziehungsweise Lehrern um. Die Zeitung wurde glatt verboten und wir mussten uns entschuldigen. Schon damals rezensierte Linus Bands, und zwar die Schulband. Er hat also schon immer über Musik geschrieben. Er ist bekannt dafür, hart mit Bands umzugehen. Gerade macht er auf Instagram eine Hitliste der 20 schlechtesten deutschen Acts. Er findet das aber richtig, so sagt er. Also wenn alle Musik geil ist, dann ist ja auch keine mehr geil. Und das fand ich immer so eine Lücke. Deshalb versetze ich das auch sehr gerne und sehr lustvoll, um einfach auch mal zu sagen, was scheiße ist. Ängste vor Shitstorms hat Linus übrigens keine. Er scheint die Schelte der Fans eher zu genießen. Aber es gibt auch das Gegenteil von ihm. Wenn er eine Band mag, dann überschwänglich. Ich frage ihn, ob Rock tot sei. Er meint ja, seit Hip-Hop mehr Geld umsetzt. Er wird aber deswegen nicht nostalgisch. Ich schon. Obwohl ich mich verzweifelt wäre dagegen, denn wer will schon ein ewig Gestriger sein? Leider sind alle Lieder, die ich auf der Gitarre nachspielen kann, vor dem Jahr 2000 entstanden. Immerhin gibt mir Linus recht, dass es früher Musik noch zu erobern galt. In Zeiten von Spotify ist das nicht mehr möglich. Ein paar Jahre lang, Anfang der 90er vielleicht, meine ich, existierte die Idee, dass eine andere Art von Musikindustrie möglich war und damit ein Traum von einem anderen Leben, anders als im Mainstream. Es kam anders und heute frage ich mich, ob nicht die Technik daran schuld ist, dass wir so gnadenlos durchkommerzialisiert sind. Schluss mit der Rumheulerei. Einig sind Linus und ich uns über die möglicherweise beste deutsche Band, die Regierung. Und du schläfst mit Männern und du schläfst mit Frauen. Und du schläfst mit jedem, der mit dir schlafen will. Um die Angst zu verlieren, um die Fesseln zu lösen. Wie geil ist es? Die Regierung um Tilman Rossmy verkaufte nur wenige tausend Platten. Und das ist eine absolute Schande. Ich kenne keine ergreifenderen deutschen Songs. Apropos Schande, Linus glaubt auch, dass Deutschland mit seiner riesigen, super bescheuerten Schlagerszene und anderen Dämlichkeiten popkulturell eine Bananenrepublik ist. Das glaube ich auch. In den 90er Jahren hätte das mal anders ausgesehen, sagt er. Aber nun, Das macht es ja auch leichter, weil man kann auch mit so mediokren Inhalten total glänzen in Deutschland, wo man vielleicht in England keinen Stich bekäme. Also ich profitiere auch von dem Mangel. Linus ist ein Popstar in den sozialen Medien, geradezu ein Influencer. Und er kennt so viele Leute, dass er hier ins Poschteckel einmarschiert, wo wir drehen, und sofort stehen gute Bekannte vor ihm. Wie hat er das nur geschafft? Ich bin ja kein Social-Media-Wunder, weil ich jetzt so schnell wie jetzt irgendjemand, wie damals bei Heftig. Mit so ein paar Postings so mega genial allen Algorithmus analysiert und dann hat man so schnell so total 100.000 Follower. Ich bin halt jetzt seit 10 Jahren auf diesen sozialen Medien und da halt immer aktiv gewesen und es hat sich halt wirklich so ganz, sehr langsam hochgeschaukelt. Also. Das erinnert mich an meinen YouTube-Kanal mit 38 Followern. Mit einem Getränk verbringen wir noch ein bisschen Zeit und fachsimpeln noch über unsere gemeinsame Liebe. Eintracht Frankfurt. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir.